So, meine kleinen Habibis, was geht ab? Heute werden wir jetzt, wie gesagt, die Insta-Profile abchecken. Wir sind hier gerade erstmal auf dem sowieso schon besten Profil von allen. Also, ja, klickt auf Folgen auf jeden Fall bei meinem Profil. Ihr seht hier ganz tolle Bilder. Schön mit dem Yoji-Hemd. Ich habe ja aufgerufen, ihr solltet mir irgendwelche coolen Profile zuschicken und dann werde ich das machen. Und es wurden sich auch Reactions gewünscht. Das heißt, es ist jetzt quasi so eine Mischung von einer Reaktion auf Insta-Profile und auch Insta-Profile bewerten. Also, zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Ich glaube, es sind doch ein paar Chayas dabei, Leute. Also, wir fangen jetzt erstmal an. Spelunke, ein Typ aus meiner Community, hat mir ein paar geschickt, dass ich auf jeden Fall mal Ola Laskiewiecki ausschicken soll. Okay, Leute, wir sind ja auf dem ersten Profil und es ist direkt eine Chaya geworden, Digga. Ich hätte das gar nicht gedacht. Also, wir sehen erstmal, sie hat viele Follower. Das ist natürlich stabil, schon mal beste Leben für sie. Sie verdient bestimmt auch gutes Cash und so. Und wir werden jetzt mal abchecken, Digga. Sie sieht sehr nach so einer Avantgarde-Frau aus, ehrlich gesagt. Auch schöner Hintergrund, schöne Bilder auf jeden Fall. Outfit sieht Baba aus. Carol Christian Puel, sie trägt CCP. Ich habe keine Ahnung von CCP, muss ich ehrlich sagen, Leute. Ich kenne mich damit nicht so aus. Feier, wie sie diese ganzen beigen Sachen zusammen gemacht hat. Die hat auf jeden Fall eigentlich W geholt, damit muss man sagen. Bin mal gespannt auf nächste Outfits. Oh, Professor offiziell. Kenne ich nicht mal die Marke. Die ist noch viel mehr im Game als so ich. Die ist so komplett in den eigenen Film, glaube ich, diese Frau. Oh, sind das Guidis? Nein, das sind Carol Christian Puels. Digga, sie trägt ja nur sowas. Und hier haben wir auch diese Falten, Leute. Yoji-Falten. Ich glaube, sie ist auf jeden Fall krass. Hier sehen wir auch nochmal ihre Kollektion. Wow, das sind nur CCP-Schuhe gefüllt. Solche ähnlichen kenne ich so. Officer-Derbys kenne ich von CCP nur. Hier haben wir auch diese Kiss-Heels, hier haben wir Tabis. Die ist hier mit diesen Hacken unten, das alle, mit diesen Dings unten ist alles CCP. Einmal habe ich gelernt von einer, das ist ja eigentlich voll dumm, dass die da diese Zacken dran machen, weil wenn man die trägt, gehen die ab und dann gehen die kaputt und die Kleidung ist irgendwie gar nicht dafür gemacht, dass man die trägt oder so. Glaube ich, habe ich mal gehört. Und Tabis auch, Magella, ja Mann. Aber ja, sie ist auf jeden Fall eine stabile Chaya, kann man nicht leugnen. Und die Bilder passen alle sehr Baba in ihren Feed rein. Ich finde, ihr Feed sieht sehr stark aus, muss ich sagen. Also sie hat auf jeden Fall schon mal Mutter gefickt mit diesem Ding. Checkt sie gerne ab, wer sie noch nicht kennt. Aber sie ist auch, glaube ich, schon viel älter als ich. Sie ist bestimmt schon so 26 oder so, Digga. Wenn ich 26 bin, bin ich vielleicht auch so wie sie. Steifen auf jeden Fall ihr Profil. Ich gebe ihr 8 von 10. Jetzt machen wir mal eins von einer aus meiner Community. Und zwar von Justus. Justus macht auch immer mit bei Community-Outfits, Digga. Oh, er hat sich hier ein neues Piece gekoppt. Neues LPO. Und zwar diese Rick Owens, wie nennt man das, Sturmmaske oder so. Hätte ich mir auf jeden Fall nicht geholt, dieses Piece, denke ich mal. Das ist, finde ich, Geldverschwendung, weil man kommt eigentlich gar nicht dazu, es zu tragen im Alltag, Digga. Aber ja, er hat hier 4 Bilder hochgeladen, nur Justus. Kommen wir zu den Bildern. Wir haben hier dieses Bild. Das ist das erste Bild, was ich jemals von ihm gesehen habe. Steifen auf jeden Fall. Er trägt Magella diese, als wäre da, hätte einer draufgejaxt. Und sonst, keine Ahnung, ADR-Cap sehe ich, paar andere. Dieses Bild ist sein weakstes Bild. Er hat auf jeden Fall eine gute Entwicklung gemacht, kann ich jetzt schon verraten. Dieses Bild hier ist auch nicht so krass. Obwohl die Kameraquali und das Bild an sich eigentlich nicht öde ist. Oh, er hat sogar, oh, diesen alten Rolls Royce drin. Motherfucker auf jeden Fall. Dann hat er hier, okay, schöner Mann auf jeden Fall. Falten drin, okay. Er zeigt die History in seinem Piece, Digga. Er zeigt diese Geschichte in diesem Hemd. Er liebt die Farbe weiß anscheinend. Ähnlich so wie Magella. Oh, ein schönes Getränk, ja. Dieses Bild ist nicht so stark. Ich finde, diese beiden hier sind seine stärksten Bilder. Trägt auf beiden diese No-Face Studios-Hose. Hier wieder die Magellas ADR-Jacke. Die Bilder sind einfach an sich nice, finde ich, weil, also das Bild an sich sieht schön aus. Die Outfits würde ich jetzt auch nicht mehr so tragen. Dieses Bild hier finde ich aber am schönsten von ihm mit diesen schönen, dieser Hintergrund und so. Es sieht Baba aus, das Bild, muss ich sagen. Diese Frau gerade, diese Ola, ihr würde ich schon so eine 8,5 geben von 10 und, aber ja, ich gebe ihnen eine 5 von 10. Checkt Justus gerne ab. Er supportet mich immer, deswegen bester Mann. Und ich würde sagen, wir machen jetzt direkt weiter mit dem nächsten Profil. Das nächste Profil ist von auch wieder eine Chaya, glaube ich. Deswegen stabil schon mal. Und zwar ist das Lucy Luxi oder so. So, wir sehen hier, sie hat so ein Baby, so einen kleinen Mini-Hasbulla auf den. Sie hat auf jeden Fall viele Outfit-Bilder am Start. Sehen wir direkt. Baba. Und sie hat auf jeden Fall auch mies Cloud. Deswegen beste Leben schon mal für sie. Und zwar sehen wir hier 10.000 Likes, Digga. Sie ist anscheinend Mutterfickerin, Digga. Ich kenne sie gar nicht. Sieht so aus, ja. So, wir gucken jetzt erstmal hier erstes Outfit an. Sie trägt weiße Sneaker. Könnten diese Sakai Blazer da sein von diesem anderen Bild gerade. Blaue Schlaghose, braunen Pulli mit diesem leicht grünen Print drauf. Blaue schnelle Brille und grünes Dings. Ich muss sagen, ich glaube, ihr Outfit ist so ein typisches Outfit, was viele Frauen feiern. Ja doch, ich glaube, viele Frauen feiern das schon. Ist ja auch gerade so Schlaghosen, Bruder. Ich ziehe auch noch viele Schlaghosen an. Eigentlich im Alltag habe ich ganz oft eine Schlaghose an. Fast jeden Tag bei meiner Arbeit immer Schlaghose. Weiße Sneaker, so diese Raw Denim mäßig ausgewaschen. Passt, finde ich, nice mit diesem Grau zusammen. Und sie hat auch diesen 200 die Kuh-Move gemacht, Bruder, mit diesem Hintergrund abgemischt, wisst ihr? Ich mag, wie sie diese Grüntöne extra so genommen hat, dass nicht die gleichen sind, aber irgendwie, es passt trotzdem zusammen, weißt du, sie hat so diese Color-Blocking-mäßig gemacht. Sie hat ein bisschen Low-Key-Mutter gefickt damit. Und dieses Blau passt auch nice dazu. Also dieses Outfit ist auf jeden Fall stark von ihr. Ich glaube, das heißt Barrett, was sie auf dem Kopf trägt. Dann diese Strickpulli mit diesem Ding. Und ich finde, sie sieht auch cool aus. Sie sieht auch fresh aus. So würde ich sie sehen. Wie sie wird so an mir vorbeilaufen. Ich würde auf jeden Fall Auge auf sie machen, so ist nicht. Und ich würde sie auch, wenn ich sie am Hackschmarkt sehen würde, ich würde auf jeden Fall sie fragen, ob sie mein Video will. Und dann auch ins Thumbnail packen.
Deswegen, ihr Profil kriegt so von mir eine 6,8. Ja, 6,8. Mehr wird das nicht leider für sie. Obwohl, 6,8, ich würde 7 geben, weil es auf jeden Fall, ich würde sagen, ist auf jeden Fall nicer als mein Profil. Und ich will mein Profil auch nicht so schlecht dastehen lassen, checkt ihr? Deswegen gebe ich immer eine 7 auf korrekt. Jetzt bin ich mal gespannt auf sein Profil. Er hat es extra angekündigt und wollte, dass ich drauf reagiere. Dann will ich jetzt aber auch was sehen. Also, Y ist mein Name, vergeben, Jan. Er hat 760 Follower. Könnt ihn gerne abonnieren, dann kriegt er vielleicht 1000 Follower. Das wäre ja Baba. Ich muss erstmal sagen, wenn man sich hier den Feed anschaut auf erstes, die Bilder harmonieren alle gut zusammen. Also, wir sehen irgendwie diese Grautöne und diese Braune und so. Er macht auch nicht nur Outfit-Bilder, er macht auch so viele Bilder von so dem normalen Leben. Zum Beispiel hier macht er diese mäßig G-Wagon-Vibes. Bruder, von meinem allerersten Insta-Bild war auch so eins. Ey, das ist in Berlin. Hier, das ist Kurfürstendamm. Hier laufe ich immer vorbei nach meiner Arbeit, wenn ich zu Jona fahre. Okay, er scheint hier in einem Vintage-Laden gewesen zu sein. Schöner, hübscher Mann auf jeden Fall. An alle Chayas, Wise, mein Name, vergeben, Jan. Hier ein bisschen weiter rechts habe ich vor ein paar Tagen meine Wise-Hose für 150 Euro verkauft, Leute. Für mehr, als ich sie überhaupt gekauft habe. Hier so ein bisschen weiter rechts, Bruder, habe ich vor 3-4 Tagen Pull-Up gemacht, Bruder. Habe kurz meine Wise-Hose übergeben und dieses Cash mitgenommen, wisst ihr? Aber Bruder, du hast keine richtigen Outfit-Bilder, Wise, mein Name, vergeben, Jan. Deswegen dippe ich jetzt von deinem Profil endlich. Oh, hier ist ein Outfit-Bild. Ja, es ist jetzt nichts krass Spektakuläres, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Er trägt, glaube ich, diese Converse-mäßigen Dings. Eine blaue, weite, diese Raw-Denim wieder, so wie auch gerade diese Chaya anhatte. Und eine schwarze Lederjacke. Auf jeden Fall gechilltes Outfit. So, vielleicht würde ich dich auch fragen, ob du mein Video willst, wenn ich dich auf der Straße sehen würde. Aber ja, jetzt reicht's erstmal. Oh, wir werden jetzt erstmal Drape Tokyo abchecken. Drape Tokyo ist bestimmt so eine Seite mit Yoji-Sachen. Draping. Greg. Ich hab dir doch von Draping erzählt. Guck mal, das ist Greg übrigens, Leute. Was geht ab? Was für ein gut aussehender Typ. Ich habe gestern Greg, als ich nach Hause gefahren bin mit ihm, habe ich ihm alles über Yoji erzählt, was ich weiß. Und er kennt jetzt auch Draping. Zum Beispiel in dem Hemd, was ich gerade anhab, habe ich mein eigenes Draping kreiert. Guckt es euch an, Leute. Weil ich habe das so geil gebunden und jetzt hat das hier so diese Falte. Das eigene Draping wurde quasi kreiert, weil ich habe diese Knöpfe so hoch gemacht und so runter gemacht. Und dieser Kragen hier, seht ihr das? Wie das so hoch geht. Hier ist der Kragen so höher, weil ich habe das so auf der einen Seite höher gebunden als auf der anderen. Das ist halt so diese Asymmetrie, was ich auch Greg beigebracht habe gestern. Okay, Leute, also wir sind jetzt hier auf Drape Tokyo Seite. Ich habe ja schon vermutet, irgendwas mit Yoji bestimmt. Aber vielleicht sind das auch andere Avantgarde-Ones. Ey, diesen Typ hier sehe ich immer bei Instagram. Er postet immer diese Fits von dieser gleichen Location. Das ist eigentlich voll geil, weil er macht eigentlich immer nur Outfit-Bilder so richtig Standard. Er zeigt einfach immer nur sein Outfit. Aber er macht es immer mit diesem Licht und dadurch sieht es immer so krass aus und so einheitlich aus. So ein Hemd hier will ich auch mal haben mit diese geile Button-Up-Dinger. Ich habe ja dieses Weiße, aber ich will auch noch mit diese Stehkragen, Bruder. Ich habe jetzt ganz viele Kragenformen gelernt. Es gibt zum Beispiel auch den Käppchen-Kragen oder der ganz normale Kragen. Das hier ist zum Beispiel der Kent-Kragen. Dann gibt es noch den Haifisch-Kragen. Was? Der Typ trägt eine Arcteryx-Jacke, Digga? Das hätte ich ja überhaupt nicht von ihm erwartet, irgendwie. Ich weiß nicht, aus welcher Kollektion dieser Mantel ist, aber wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen Spring Summer 2018. Und er trägt hier diese Boots, die auch Hung hat. Yoji in Kollaboration mit Doc Martens, diese Dings. Was meinte nochmal Hung in meinem Video, Digga? Er meinte so, ach, was meinte er nochmal, Digga? Er meinte irgend sowas mit Temper die Twisted, Bruder, das sind die. Ja, also das hier sind meine Yoji x Doc Martens Temper die Twisted Boots. Oh. Temper die Twisted Boots mit Doc Martens. Oh, Temper die Twisted. Das hat Hung in meinem Video damals gesagt. Und dieser Mantel ist auch von Yoji. Drape Tokyo ist eine starke Seite. Für Inspiration für Leute, die so Yoji-Sachen feiern. Deswegen gönne ich dir nochmal ein Follow. Der Seite gebe ich eine 7,5. Ich würde sagen, wir machen noch zwei weitere Seiten eben. Also, hier haben wir Negative Trade. Ich glaube, viele Leute von euch werden ihn feiern. Ich finde ihn eigentlich auch immer noch ganz cool. Ihr seht ja auch, ich folge ihm. Also, er hat auch eine eigene Marke, die heißt Jera-Com. Diese Hose ist von seiner eigenen Marke zum Beispiel. Ich finde, sieht schon krass aus, wie diese Pockets so rausstehen. Er ist schon ein Mutterficker und diese fetten Ketten da dran so. Wenn ich ihn in Berlin sehen würde, ich würde auf jeden Fall ausrasten, so ist nicht. Aber wir checken jetzt einmal Bloody Osiris ab. Ich meine, merkt euch, Bloody Osiris hat auch sowas mit diesen Dingen und dann hat er so Augen gepostet mal. Guck mal, so ein Fit. Es könnte original auch dieser Negative Trade Fit sein. Er macht so dieses auf Deutsch. Eigentlich bester Mann. Ich feiere ihn sehr. Ich glaube, ich würde ihn auch eine 7 von 10 geben, den Baramenji hier. Leute, das wäre es jetzt erstmal mit dem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fand es ganz cool. Sorry, dass ich jetzt nicht jedes Profil reingenommen habe, was sich gewünscht wurde. Es waren so viele und ich konnte auch nicht jetzt bla 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 Tausende reinmachen. Ihr checkt doch selber. Wenn das Video krass ankommt, mache ich vielleicht noch zweiten Teil. Wenn nicht, dann kommt es nie wieder, Digga. Auf jeden Fall gönnt mir Like, Kommentar. Oh, ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder und Peace out. Slay.